Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Autorinnengespräch auf unserem Kanal zu diesen beiden Büchern. Wenn ich kurz vorstellen darf, Frau Dr. Susanne Hornfeck ist Germanistin und Sinologin, literarische Übersetzerin und Autorin von Jugendbüchern sowie Fachbüchern zum Thema TCM. Herzlich willkommen, Frau Hornfeck. Guten Tag, Herr Frau, Fehlinger. Frau Nelimar war Universitätsdozentin für chinesische Sprache in Passau und vertraut mit den Methoden der TCM und des Qigong. Herzlich willkommen. Grüß Sie, Herr Fehlinger. Ja. Frau Hornfeck, Frau Ma, vor über 20 Jahren, also 2002, erschien von Ihnen chinesische Hausmittel, Heilwissen aus dem Reich der Mitte und 2004 die 8 Schätze der chinesischen Heilkunde-Küche im DTV-Verlag. Ohne zu übertreiben, kann man dazu sagen, dass erstens der DTV-Verlag damals Pionierarbeit geleistet hatte und zweitens diese beiden Bücher mittlerweile Klassiker und Standardwerke für an chinesischer Heilkunde und chinesischer Ernährung Interessierte sind. Das kann ich deshalb sagen, da wir, die Bacopa, seit Mitte der 90er Jahre auf diesem Gebiet tätig sind und zum Beispiel im Jahr 2000 westliche Kräuter aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin von Florian Bloberger veröffentlichten und bereits 2004 mit unserer ersten Ausbildung in chinesischer Ernährungsberatung mit Frau Claudia Lorenz starteten. Damals gab es nur wenige Einsteiger- und Fachbücher auf Deutsch auf diesem Gebiet. Heute sind es Hunderte, wenn nicht gar Tausende. Ja, deshalb haben wir uns auch dazu entschieden, diese beiden Bücher in unser Programm aufzunehmen und wir bedanken uns herzlichst dafür, für diese Möglichkeit. Frau Hornfeck, Frau Ma, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich damals mit diesen Thematiken beschäftigten? Bitte. Ja, wir haben tatsächlich Neuland betreten damals. Es gab, wie Sie gesagt haben, im deutschsprachigen Verlagswesen kaum was dazu. Und wir müssen auch betonen, dass wir beide ja keine Ärztinnen sind, auch also keine TCM-Ärzte, sondern Philologen. Und haben aber diese sogenannten Hausmittel, also was Chinesen tun, bevor sie zum Arzt gehen, wie sie versuchen, ihren Körper zu stärken und widerstandsfähig zu machen. Das haben wir beide im Alltag erfahren. Also die Frau Ma natürlich ganz einfach dadurch, dass sie in Peking aufgewachsen ist und ich durch 5 Jahre Lehrtätigkeit in Taipei an der Uni dort. Und ja, wir wollten dieses Wissen einfach weitergeben, was in der Bevölkerung auch wirklich verankert ist. Damals gab es auch noch kein Internet, wo man solche Dinge einfach abgerufen hätte. Und ja, wir haben einfach gedacht, wir machen ein Buch für das deutsche Lesepublikum mit Dingen, die sich leicht umsetzen lassen und für hiesige Verhältnisse geeignet sind. Und das fing dann wirklich mit der Literaturbeschaffung an, also noch auf Papier, noch nicht im Internet. Und da, also wir müssen dazu sagen, dass wir schon lange zusammenarbeiten und auch immer ein gutes Team sind. Und so war das auch bei diesem Buch. Und Nelly hat dafür ein wunderbares chinesisches Sprichwort gefunden, was sie jetzt kurz vorstellen wird. Ja, unsere Teamarbeit können wir mit einem chinesischen Sprichwort Lang Bei Wei Jian bezeichnen. Lang ist der Wolf auf Chinesisch und Bei ist ein wolfartiges Tier, das aber angeblich lange Vorderläufe hat und der Wolf lange Hinterläufe. Und nur in der Teamarbeit können beide erfolgreich jagen.
Und es bedeutet gemeinsame Arbeit machen. Und wir bezeichnen uns eben mit Lang und Bay, die dieses Team bilden. Das erste Problem war, wie Susanne erwähnt hat, die Materialbeschaffung. Dazu habe ich in China sämtliche große Buchläden, Buchburgen sozusagen, abgeklappert und habe nach Material gesucht. Und wie gesagt, vorhin war das Internet noch kaum in Benutzung. Und ich habe dann massenhaft von Quellen erster Hand beschaffen, nach Deutschland geschickt und als erstes Mal die Quellen gesichtet. Danach haben wir dann gemeinsam eine Auswahl getroffen. Bei der Auswahl galten folgende Kriterien. Als erstes mussten die Zutaten in Deutschland erhältlich sein. Und auch zumutbar sein. Und die Übungen dürfen nicht zu kompliziert sein. Es muss auch dem Leser sozusagen zumutbar sein. Und auch auf kulturelle Unterschiede mussten wir achten, dass es auch akzeptabel ist. Ja, unsere drei Bücher, die wir nacheinander geschrieben haben, haben wir nach chinesischer Gewohnheit nach den drei Kindern in einer Familie benannt. Das heißt, der erste, der zweite, der dritte, Lao Da, Lao Er und Lao San. Ja, und aus dem Lao Da, also aus dem ersten, aus dem Hausmittelbuch, in das haben wir so viel reingesteckt, weil wir auch so viel Material hatten und auch dann irgendwie Spaß an der Arbeit damit hatten. Das ist sehr kompakt, da ist sehr viel drin. Und wir haben dann erkannt, dass man einzelne Aspekte, die dort angesprochen werden, durchaus auch noch als eigenes Buch bearbeiten könnte. Und haben uns dann eben bei den 8 Schätzen, bei dem Lao Er auf Heilküche und Heilernährung spezialisiert. Und beim dritten geht es darum, wie bleibe ich gesund im Jahreslauf im Einklang mit den kosmischen Veränderungen, die in einem im Laufe eines Jahres passieren. Ja, und grundsätzlich geht es bei den Chinesen auch um Gesundheitsvorsorge. Also man kümmert sich nicht nur um den Körper, wenn er schon krank ist, sondern man versucht, Prophylaxe zu betreiben und den Körper gesund zu halten. Und dazu haben wir ein schönes Zitat aus dem Huangdi Neijing, aus dem Klassiker des Gelben Kaisers zur inneren Medizin. Und da heißt es, die Weisen behandeln nicht jene, die schon krank sind, sondern sie beschränken sich auf die Unterweisung derer, die noch gesund sind. Medikamente an Kranke zu verabreichen und Aufstände zu unterdrücken, die bereits ausgebrochen sind, ist dem Verhalten von Leuten zu vergleichen, die, wenn sie Durst verspüren, damit beginnen, ein Brunnenloch zu graben. Oder Waffen schmieden, wenn die Schlacht bereits tobt. Also wir haben versucht, ein Brunnenloch zu graben rechtzeitig und die Leute eben ein bisschen darauf hinzuweisen, was man tun kann, dass der Durst gar nicht erst eintritt. Ja, in China existiert seit alters her ein hohes Bewusstsein für das körperliche Wohlbefinden. Der Körper wird nicht erst wahrgenommen, wenn er Krankheitssymptome aufweist, sondern als energetisches Wirkungsgefüge begriffen. Das gilt es zu stärken und in Gleichgewicht zu halten. Die TCM appelliert dabei an die Eigenverantwortung des Patienten. Das lautet, der beste Arzt ist man selbst. Die beste Therapie ist die Zeit. Ja, und in unserem Hausmittelbuch haben wir uns auf drei Elemente oder drei Methoden konzentriert. Das eine sind die Heilrezepte. Das zweite sind Massagen auf der Basis der Meridiane und ihrer Reizpunkte, also Akupressur. Sie kriegen dann immer Anweisungen, welche Punkte wie zu bearbeiten sind. Und dann Übungen, um das Qi zu stimulieren. Also das sind die drei Formen, in denen dann Hilfe angeboten wird. Und das Buch ist in 7 Kapitel gegliedert.
Das erste ist gesund im Jahreslauf, also hatte ich schon erwähnt, im Einklang mit diesem kosmischen Geschehen zu bleiben. Dann Haut und Haare, die Augen, Fenster nach außen und innen, abnehmen auf Chinesisch, anspannen und loslassen, in die Heimat der Träume gehen. Das ist also ein Kapitel zu Hilfe bei Schlafstörungen und Schlafvorbereitung. Und alt werden und jung dabei bleiben. Wer möchte das nicht? Ja. Und also Sie bekommen dann in den Kapiteln jeweils ein Rezept oder mehrere Rezepte und Akupressurmassagen und Übungen zu diesen Themen. Ja, und um Ihnen jetzt ein Beispiel für eine solche Übung zu geben, wird Nelly Ihnen eine Augenübung vorstellen, also das, die auch mit der, Ihrer eigenen Vorstellung arbeitet. Sie können gerne mitüben. Ja, wir gehen jetzt zur Übung. Diese Übung dient zur Entspannung der Augen. Vor allem für Leute, die lange vor dem PC gesessen haben, stehen auf und... Oder ihr Handy anstarren. Genau. Ja, als erstes die Augen locker schließen. Die Aufmerksamkeit soll jetzt ganz auf die Augen gerichtet werden. Wir stellen uns jetzt vor, dass wir auf einem hohen Berg gestiegen sind und nun auf dem Gipfel stehen. Wir richten den Blick in die Ferne und lassen ihn 2 Minuten lang über die Landschaft gleiten. Dann stellen wir uns vor, dass wir am Schreibtisch sitzen und mit Lesen oder Schreiben beschäftigt sind. Unser Blick konzentriert sich jetzt auf den Text, auf einen Text. Wir versuchen, die Schrift zu entziffern. Diese Phase soll etwas 1 Minute lang dauern. Danach richten wir den Blick nach oben und fixieren den Blitzableiter an einem sehr hohen Fabrikschornstein. Wir wollen ihn möglichst genau erkennen können und das dauert ungefähr 2 Minuten. Anschließend wandert der Blick wieder in den Nahbereich. Es soll mehrmals zwischen Nähe und Ferne gewechselt werden. Zum Abschluss der Übung sollte aber der Blick auf jeden Fall in die Ferne gerichtet sein. Die Augen bleiben während der ganzen Übung geschlossen. Und am Ende dieser Übung möchte ich noch einmal hervorheben, diese Übung sollte langsam, sanft und gleichmäßig verlaufen. In Deutschland habe ich immer wieder beobachtet, wie Deutsche bei der Arbeit sehr gewissenhaft, sehr konzentriert und sehr viel Einsatz, die Arbeit verrichten. Das wäre in dieser Übung verkehrt. Das könnte sogar die Wirkung schwächen. Also ich betone noch einmal, langsam, gleichmäßig, sanft. Ja, das gilt eigentlich für alle Übungen, die dort vorgestellt werden. Also den Ehrgeiz mal hinten lassen und einfach sich der Übung widmen. Ja, damit kommen wir schon zum zweiten, also den 8 Schätzen. Unser Laura ist 2004 in erster Auflage erschienen. Und hier haben wir uns ganz auf Heilernährung konzentriert. Und zwar auf den Einsatz der sogenannten 8 Schätze. Das sind Lebensmittel, die in China unabdingbar sind für die Küche, also sowohl für ein schmackhaftes Gericht, als auch um Heilerfolge oder als Diät eingesetzt zu werden. Und diese 8 Schätze sind Ingwer, Soja in jeder Erscheinungsform, dann Rettich, der weiße Rettich, in Bayern nur als Bierradi bekannt, aber sehr viel weiter einsetzbar. Dann Knoblauch natürlich, Frühlingszwiebeln und Chinakohl. Und dann chinesische Pilze, die ja ein ganz eigener Kosmos und ein ganz eigenes, sehr interessantes Thema sind. Da haben wir verschiedene Arten behandelt und am Schluss der Sesam. Also
Sie bekommen hier Rezepte für schmackhafte, aber eben auch heilende und wirksame Gerichte. Wir haben uns versucht, auf die chemische, auf die pharmakologischen Wirkungen der einzelnen Bestandteile zu konzentrieren und da auch manchmal die westliche Sicht und die chinesische Sicht darzustellen. Ja, und zum Glück gibt es jetzt alle diese Lebensmittel sogar im Sortiment da. Also Tofu kann ich hier vor Ort kaufen in meinem kleinen Dorf und Ingwer ist jetzt auch inzwischen in der Gourmet-Küche angelangt. Also das ist jetzt alles unproblematisch. Vor einigen Jahren war das noch, musste man noch in den China-Laden gehen oder gar in die Apotheke, um diese Dinge zu kriegen. Ja, und die thermische Qualität dieser Lebensmittel ist dabei ein ganz wichtiger Punkt. Darauf geht jetzt Nelly noch ein. Genau. In der chinesischen Ernährungsküche, Ernährungslehre und Medizin werden einzelnen Nahrungsmitteln eine thermische Qualität zugeschrieben. Das lautet, alle Lebensmittel werden in heiß, warm, neutral, kühl und kalt eingeteilt. Damit charakterisiert man ihre energetische Wirkung auf den Menschen. Nur wenn die thermischen Qualitäten ausgewogen sind, kann die Ernährung Yin und Yang im Körper stärken. Darauf basieren viele Grundprinzipien der besonders bekömmlichen chinesischen Küche. Bestimmte Jahreszeiten und Krankheitszustände werden durch ein zu viel an Hitze oder Kälte charakterisiert. Bewusst eingesetzte Nahrungsmittel und Gerichte können hier Ausgleich schaffen, Krankheiten vorbeugen und bei gezielten Diäten auch heilen. Zum Beispiel isst man in China im Herbst in großen Mengen Flusskrebse, die auch Wolthankrabben genannt werden. Und dazu wird immer Ingwer und Essig, Reisessig, gereicht. Weil die Krebse kalt sind, genau. Und der Ingwer und der Essig dann das ausgleichen durch ihre wärmende Wirkung. Ja. Genau. Und jetzt im Herbst, Winteranfang, kochen fast alle Familien in China eine wärmende Hammelsuppe, Hammeleintopf mit weißem Rettich. Hammel ist heiß und manchmal auch noch mit Chili. Und Rettich ist kühl. Rettich ist kühl und Hammel ist heiß und somit wappnet man sich für die kalte Jahreszeit. Und dieses Bewusstsein existiert fast in allen Familien, bei allen Chinesen. Ja, und auch bei jungen Leuten. Also ich habe in meiner Zeit an der Uni in Taipei, manchmal, wenn ich viele Veranstaltungen hintereinander hatte, hatte ich eine Banane dabei als Proviant oder so. Und einmal war ich erkältet und dann kam es gleich von den Studenten. Lauschu, Sie dürfen jetzt keine Banane essen, die ist kalt und Sie sind erkältet und das schadet Ihnen. Und ja, das waren junge Studenten. Und das ist durchaus in den Familien noch vorhanden, dieses Wissen. Ich hätte eine kleine Zwischenfrage. Bei uns hier wird vor allen Dingen die Hühnersuppe empfohlen, und zwar die lange gekochte Hühnersuppe. Ja, was sagen Sie dazu? Da trifft sich die chinesische Ansicht mit der deutschen. Also das ist auf jeden Fall wärmend und bei Erkältung stärkend. Es gibt aber auch Dinge, die wir hier machen, die dem chinesischen Konzept total entgegengesetzt sind. Zum Beispiel bei Erkältung warme Milch mit Honig zu trinken. Da sträubt sich den Chinesen das Haar und die sagen, um Gottes Willen, das verschleimt den Körper noch mehr. Also, oder diese Geschichte mit dem extrem vielen Vitamin C, also diese Zitrusfrüchte bei Erkältung. Also ich esse Orangen, ich presse mir einen Zitronensaft und so. Auch das würde der chinesischen Ansicht widersprechen. Also es gibt Punkte, wo sich das berührt, genau. Aber auch viele, die konträr laufen. Also ist Hammel dem Huhn vorzuziehen, Frau Ma? Ja, bei Kälte.
Also bei Kälte im Körper, wenn es Kältesymptome sind, nicht bei Hitzesymptomen. Wenn einer Fieber hat, dann soll er auf keinen Fall so eine Brühe essen. Ja, danke. Ja, das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage, wer den Hammel oder wer das Huhn in den Topf gibt. Ja, und das ist jetzt eigentlich schon unser Übergang zum dritten Buch. Ist noch in der alten Erscheinungsform. Da geht es um gesund bleiben im Jahreslauf. Nelly hat jetzt gerade schon, wir haben gesprochen über Winteressen und wärmende Essen. Und dieses Buch ist 2007, ja, erschienen und diese Ausgabe 2017. Und da geht es darum, dass der Mensch eingebettet ist in die universelle Rhythmik des Jahreslaufs. Also die ist gekennzeichnet durch ein periodisches Ansteigen von Yin und Yang. Also das Yin- und Yang-Verhältnis verändert sich jeweils mit der Zeitphase. Und wir als Menschen unterliegen natürlich diesem Wandel von Yin und Yang. Und die Chinesen, also wir haben das mit den Jahreszeiten im Hausmittelbuch schon angedeutet und dazu gibt es auch Hinweise in diesem Buch. Aber die Chinesen haben noch ein sehr viel feinmaschigeres Einteilungssystem und das sind die 24 Jieqi. Oder Jahresabschnitte. Das sind 24 mal 14 Tage. Also einmal sind es auch 15 Tage, damit das mit dem Kalender aufgeht. Aber in diesen 14 Tagen verändern sich dann immer die kosmischen Verhältnisse. Und wir müssen versuchen, uns demgemäß zu verhalten. Und da geben wir eben auch Anweisungen durch Rezepte, durch Übungen und durch Verhalten im Alltag. Und jedes Jieqi, also jeder 14-tägige Abschnitt, hat einen Schutzpatron. Der ist männlich oder weiblich und dem werden bestimmte Attribute zugeschrieben. Und vielleicht ist noch wichtig zu sagen, diese 24 Jieqi, dieses ganze Konzept und dieses System wurde jetzt von der UNESCO in das immaterielle Kulturerbe aufgenommen. Also das, als wir das Buch geschrieben haben, war das noch lange nicht so, aber wir fühlen uns jetzt doch bestätigt, dass wir das so früh schon vermittelt haben. Ja, und als Beispiel wollten wir Ihnen jetzt das Jieqi vorstellen, das im Moment gerade herrscht. Also wir befinden uns jetzt in Xiaoxue. Kleiner Schnee, ja. Heißt Xiaoxue. Wir befinden uns in dem Abschnitt Kleinen Schnee. Und natürlich hat dieser Abschnitt auch einen Schutzpatron. Den schauen, sehen wir uns mal an. Vielleicht mal näher, so? Ja. Ja. Das stellt einen kleinen Teufel dar in Soldatenuniform, der eine Flagge, Befehlsflagge schwenkt. Das bedeutet, er lässt es schneien. Passt sehr gut zu heute. Bei uns schneit bei uns heute der erste Schnee. Ist der erste Schnee heute, wenn ich rausgucke, ist es weiß. Also es passt genau. Ja. In jedem Kapitel behandeln wir auch in diesem Kapitel den Spruch wolltest du, die Bauernregel. Da komme ich nachher dazu. Okay, also dieser Abschnitt fängt an am 22. oder 23. November. Und in jedem Abschnitt gibt es auch einen dazugehörigen Bauernspruch. Dieser lautet jetzt: Wenn es an Xiaoxue nicht schneit, hat der Erntehelfer viel Zeit. Also das würde heuer wunderbar passen. Er hat viel zu tun, der Erntehelfer, weil es pünktlich geschneit hat. Also vielleicht dürfen wir auf eine gute Ernte nächstes Jahr hoffen. In diesem Kapitel wird auch über das Verhalten im Alltag gesprochen, zum Beispiel über Depressionen aus der Sicht der TCM. Winter, Duster, dieser Monat, ja, fallen viele Depressionen an. Bekanntlicherweise, und über die Ernährung in dieser Zeit. Hier wird eine stärkende Hühnerbrühe, was Sie gerade angesprochen haben, mit Lilienblüten dargestellt, das Rezept. Dann kommen wir zu Übungen,
zum Beispiel zu einer Partnermassage und zu 3 kleinen Übungen für die kalte Jahreszeit. Eine dieser 3 Übungen ist die Massage zur Vorbeugung gegen Grippe. Sehr aktuell. Kommt uns jetzt entgegen, ja. Ich möchte sie kurz vorstellen. Man kann diese Übung im Stehen oder im Sitzen machen. Dazu wird der ganze Körper entspannt. Man reibt sich die beiden Handflächen aneinander, so lange, bis sie heiß sind. Dann 64 Mal mit der Handflächen im Gesicht auf- und abfahren. Anschließend mit den Fingern beider Hände vom Haaransatz bis zum Hinterkopf fahren, bis die Kopfhaut heiß wird. Sehr angenehm. Jetzt mit den Handflächen die Fußsohlen beider Füße 64 Mal kreisend massieren. Anschließend Brust, Bauch und Rücken nach dem gleichen Prinzip mit den Händen abreiben. So als würde man sich ohne Wasser waschen, bis sich ein warmes und wohliges Gefühl einschaltet. Ja, und mit diesem warmen, wohligen Gefühl sind wir dann eigentlich auch schon am Ende unserer kurzen Buchvorstellung. Also Sie haben jetzt die Hausmittel und die 8 Schätze in schöner Ausstattung mit Illustrationen und mit Kalligrafie von Frau Ma. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Nee. Und bei den 8 Schätzen sind es vor allem die zum Beispiel die Pilze, die hier gezeichnet sind. Oder jedes Kapitel beginnt mit einer Illustration. Also die beiden sind jetzt in neuem Gewand erschienen. Und das 3. Gesundleben im Jahreskreis können Sie über den Verlag auch beziehen. Ja, das wäre es von unserer Seite. Jetzt beantworten wir gerne noch Ihre Fragen. Ganz, ganz herzlichen Dank. War sehr interessant. Und ich denke, dass jetzt zu Hause einige diese Massageübungen und die Augenübungen praktizieren werden. Ich hoffe, ja. Das fällt dann unter Prävention. Genau. Ich sage mal nochmals Dankeschön, liebe Grüße und ich hoffe, wir hören und sehen uns wieder. Das hoffen wir auch. Danke. Vielen Dank, Herr Fehlinger.